Hi liebe Zuschauer, ihr seid bei Wilhelmshaven Vlogs. Heute zeige ich euch die Stadt Münster. Diese nehme ich jetzt quasi hier noch hier auf dem Rückweg aus Rhein hier mit und mache hier ein bisschen, dann mache ich mal ein bisschen Pause, weil ja direkt durchfahren mag ich ja auch nicht so gerne die ganze Zeit mit Maske. Also viel Spaß mit dem Video. Münster ist eine Stadt, die gerade bei Studenten sehr beliebt ist, denn hier gibt es ja ganz, ganz viel Universität und so. Oh ja, deswegen sind ja auch ganz, ganz viele Studenten unterwegs, fällt mir gerade so negativ, so positiv auf, muss ich mal ehrlich sagen, das kennt man aus Wilhelmshaven nicht. Viel Spaß an der M. Hier macht erstmal den coolsten Move auf dem E-Scooter, kann ich auch. Hab ich mal gemacht und ich bin dabei erwischt worden und seitdem mache ich das nicht mehr. Also ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt mal Richtung Marktplatz oder so. Das müsste sich da vorne irgendwo befinden, sonst google ich gleich nochmal. Und ja, Leute, was ich bisher sehe, ist Münster eine schöne Stadt. Wie gesagt, geradeaus muss ich jetzt glaube ich durchgehen. Ich weiß noch, ich war vor 2 Jahren einmal hier, das weiß ich noch. Ja, das ist aber ein großes Fahrrad. Das ist auch hier für Jahrmärkte gedacht. Da drüben ist auch eine schöne Grünanlage. Also hier, wo heute ein beliebter Fuß- und Fahrradweg ist, zog sich früher mal die Stadtmauer von Münster lang. Denn Stadtmauern wären der Römerzeit sehr in gewesen. Und Münster gilt auch als fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands. Hier ein Beispiel, richtig breite dieser Radweg, ja, kann man so sagen. Doch bis es dann hier dann rankommt, vorher fehlt noch ein bisschen was, aber ich meine, trotzdem finde ich das schön, wie das Fahrradnetz ausgebaut ist, wenn man mal daran denkt, wie lullihaft das denn mit dem Hafen ausgebaut ist, das Fahrradnetz. Hier Klosterstraße, da bin ich schon mal richtig, weil ich will nämlich in die Fußgängerzone Richtung Marktplatz und dann ja. Denk mal, ich gehe hier immer rüber, ja. Die haben auch Outdoor-Wanderkleidung hier, voll geil. Schönen Gruß an Natururin und an die ganzen Wanderkollegen. Also ich bin jetzt gerade auf der Suche nach dem Marktplatz. Laut Google soll es da irgendwo rumgehen und da, ja, denn das ist hier verwinkelt ohne Ende. Ja, Leute, stellt euch darauf ein, wenn ihr nach Münster kommt, dass gerade die Fußgängerzone extremst verwinkelt ist. Weil, ich meine, ja klar, es gibt mehrere große Plätze hier in der Fußgängerzone und das will man ja auch so gut ausnutzen für eine Großstadt. Aber, naja, irgendwie, die ist halt jetzt außen, wo jetzt einmal so ein bisschen viel des Guten für mich. Was steht da? Nein, zur Clemenskirche will ich nicht. Ich bin auch nicht zum Erdpostenhof. Ne? Aber da muss ich ja wohl wahrscheinlich noch weiter geradeaus gehen. Das ist echt verwinkelt ohne Ende hier. Meine Güte. So. Am Marktplatz zu Münster findet man wie hier auf der rechten Seite das alte Rathaus und hier auf der linken Seite die ganzen Gebäude, wieder noch viele Häuser aus der Patrizierzeit. Ja, die haben irgendwie einen ganz besonderen Charme. Ne? Und da vorne ist die St. Lamberti-Kirche. Diese Kirche hier wurde zwischen 1375 und 1525
Ich im nordrhein-westfälischen spätgotischen Baustil gebaut und da wurde quasi jetzt einmal nicht von der Stadt und auch nicht von der Kirche selbst, sondern auch eigenen Kaufmännern finanziert, sagen wir es mal so. Und die Kirche hat den höchsten Turm der Stadt Münster, ja, und leider darf man da halt nicht rauf, ne, aus versicherungstechnischen Gründen darf man da nicht rauf, aber gerne würde ich euch die Kirche jetzt auch von innen zeigen, aber die haben jetzt gerade heilige Messe, oder vielleicht komme ich da mal doch rein, oder vielleicht finde ich auch hier, jetzt einmal mal ältere Bilder aus meiner Galerie. Das ist der Münsteraner Dom, der steht mit dem Herzen der Stadt, also und direkt neben dem Markt, quasi wo auch die Lambertikirche steht, auf einer Anhöhe, die der Horsteberg genannt wird. Warum auch immer das so ein Berg ist. Ich meine, warum auch immer der Horsteberg genannt wird. Naja, gut, also Horsteberg ist das jetzt nicht wirklich. Aber naja, Leute, der Dom ist quasi ein Mischbauwerk aus Frühgotik, Spät, also wo hier jetzt einmal bei normaler Gotik und Spätgotik, denn es gab mehrere Vorgängerbauten dieses Doms. Der erste Vorgängerbau wurde im Jahr 805 bis 1225 gebaut. Es lässt sich halt nicht endgültig klären, wann dieser Dom hier gebaut wurde. Das vermutlich schon der dritte Bau an dieser Stelle. Also hier im Jahr wann gebaut wurde. Oder ja, den können wir uns jetzt vielleicht noch von innen anschauen, weil da steht zumindest eine Tür offen. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Hier auch der Eingangsbereich des Doms ist wahnsinnig gut thematisiert. Hier sieht man ein paar Bilder von den Glocken und so. Ja, Apostelfiguren halt. Also früher hat man sich noch richtig Mühe gegeben für katholische Kirchen. Kann es sein? Weil werden die heutzutage einfach nur noch dahin geklatscht werden. Sicher, aber ist halt sicher auch eine finanzielle Sache. Oh, es gibt nichts Besseres, als den Geruch von Weihrauch in der Nase zu haben. Verdammt schön hier. So schön groß alles. Aber eigentlich so wie ich jetzt gerade die Glocken läuten höre, findet hier gleich eine heilige Messe statt. Und dementsprechend will ich hier auch nicht lange stören, aber ihr seht, wahnsinnig gute Thematisierung in einer Kirche konnte man, weil man ja früher auch gut das Geld dafür hatte, während man heutzutage kaum noch Geld für sowas hatten, einfach die Kirche nur noch hinklatscht. Und das hier ist ein Kreuzgang übrigens. Also quasi Klosterhof, weil das war ja hier immer früher mal eine riesige Klosteranlage gewesen. Und hier sieht man den Klostergarten, der wunderschön gestaltet ist. Und da der Grund, warum es Kreuzgang heißt, weil die Wege sich in der Mitte einmal kreuzen. Ja. Also ich mag das so ziemlich, ne? Wenn man in der Kirche ist und da waren hier die Glockenschläge so langsam durchs Holz wummern. Ja, herrlich sowas. Aber da jetzt, wie ich hören kann, heilige Messe ist, wie gesagt, verlasse ich den Dom jetzt mal, statt hier nur weiter rumzustören. Die haben auch gesagt, ich sollte relativ zeitnah hier rausgehen mit meiner Kamera, weil die wollen das ja nicht gerne, wenn man hier rumrennt. Aber jetzt fängt das ja noch nicht an, die heilige Messe fängt ja erst so um hier 18.30 Uhr an. Hier auch wieder ein wahnsinnig gut gestaltetes Altarbild, man kennt's. Oh.
Alter, ist das Bild so vernebelt oder ist nur der Weihrauch da so vernebelt? Oh, hier hört man das Glockenläuten am besten. Hört mal, Leute. Da noch Bilder von früher. Ja, Mann, das wummert so richtig. Vor allem die großen Glocken, die wummern hier extrem. Alter, was liebe ich das. Muss ich mal noch einen Moment genießen hier. Das ist übrigens die Liebfrauen-über-Wasser-Kirche. Love you forever, Glockenläuten. Ja, gerne würde ich das Domgeläut auch noch länger genießen, weil es so schön ist. Aber ich muss jetzt zurück zum Bahnhof gleich, denn es kommt, denn mein Zug kommt gleich und ich muss noch gute zwei Stunden nach Hause fahren. Deswegen verzeiht mir, wenn ich das Geläut nicht ganz genießen kann. Hier fließt übrigens die Münstersche A, die fließt durch die Innenstadt von Münster quasi, sind wir umringt. Die Innenstadt. Es gibt auch noch ein Aasee, der ist da hinten noch ganz weit irgendwo. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, Leute. Münster ist eine schöne Stadt, besser als Wilhelmshaven. Und hier haben Jugendliche auch viel mehr Perspektiven durch Studien und viel mehr Ausbildungsplätze und so. Ja, aber ja, Leute, ich meine, wenn ich mal in der Stadt später leben sollte, wenn ich keine Lust mehr habe, in Wilhelmshaven zu leben, dann ist das definitiv Münster, bevorzuge ich da. Hier hast du eine gute Arbeitsplätze, ja, und auch eine gute und auch gute Wohnlage und so mitten in der Stadt. Und dann kannst du auch ab und zu mal in die Kneipen gehen, wenn die ja samstagsabends hier immer rappelvoll mit Jugendlichen sind. Ja, wo nicht mal diese alten Knacker herumhängen, das ist ja auch nicht immer schön. Ja.
Ich mag es ja einfach hier. Ich mag die Stadt hier einfach. Schade, dass ich nur 1,5 Stunden hier bleiben konnte. Ja, aber umso mehr freue ich mich jetzt gleich auf mein Zuhause. Rose, dass ich da mir es da endlich gemütlich machen kann. Ein paar Anja, und dann, ja, dann passt das schon. Wer kennt noch die Band Timbaland? So heißt der Laden da. Schreibt's mal. Hallo in die Kommentare, wer die Band noch kennt. Ja, wenn ja, die hatten früher nicht mal richtig gute Musik. Also Musik gemacht. Hier kannst du auch bei Zalando deine Kleidung bestellen. Ja, obwohl ich gehe lieber mal noch in den Laden rein. Ja, was ist da? Ja gut, ich glaube, ich gehe jetzt mal da jetzt in der Richtung Markt. Da will ich ja nicht hin. Ich will ja hier lang Richtung Bahnhof. Oh, geht das tief runter da? Wie tief geht er? Was da runter? Ich schätze mal, bestimmt so für 2, 3, 4, 5 Meter schon. Werden in diesem Theater immer die Apollo-Raumfahrten von früher nachgespielt? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Auch so breite Kreiselkreuzungen wie diese hier gibt es in Wilhelmshaven nicht. Aber schön, schön zu sehen, dass es das so überhaupt gibt. Also ich würde das halt auch mal mehr werden, wenn Autofahrer hier mehr Acht auf Radfahrer legen würden, aber macht halt eben keiner. Ist dann halt so. Ich könnte jetzt auch mit dem Bus da fahren, aber ich habe gesehen, der fährt nicht zum Hauptbahnhof, sondern woanders hin. Aber ich denke mal, ich gehe dann da nicht so durch oder da so quer durch zum Bahnhof. Aber also breiten Verkehr. Verkehrskreisel kennt man aus Wilhelmshaven überhaupt nicht. Hä, sind verbotene Skateboarder auf der Straße? Naja, egal. Ist nicht mein Problem, wenn der vom Auto erwischt wird oder so. So, ich gehe jetzt da so durch zum Bahnhof und verabschiede ich mich da auch beim Bahnhof dann. Guck mal, wie groß die Innenstadt ist. Das kriegt man nicht alles auf eine Karte voll, weil so, hier die Polizei fährt sogar auch Streife, was will man mehr? Also ich mag das ja irgendwie, dass die neuen Polizeiautos, wo es auch diese gelben Reflexionsstreifen haben, weil ganz früher waren die mal so weiß-grün, dann waren sie silber-blau und jetzt sind sie gelb-blau. Oh, das finde ich total gut, weil dadurch nimmt man die gerade im Dunkeln mehr wahr. Und die Polizei sollte man sowieso immer wahrnehmen, weil die erstens immer alles tun, um uns vor Verbrechern zu schützen und zweitens auch immer sich um die Verkehrssicherheit kümmern. Jetzt bin ich vor dem Münsteraner Hauptbahnhof und beende das Video hier. Hier an dieser Stelle, weil ich jetzt wieder schön heimfahren muss. Man muss noch 2 Stunden. Leute, lasst ein Like da, wenn das Video euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Städte von Deutschland sehen wollt. Und vergesst nicht, die Glocke zu läuten, um nichts mehr zu verpassen. Tschüss!